Buchpreis 2018 für den Roman des Jahres verleihe die Börsenverein des Deutschen Buchhandelsstiftung an Inger Maria Malte. Machen Sie ja was ganz Besonderes. Sie erzählen eine Jahrhundertgeschichte anhand von drei Familien, die auf der Insel leben, und Sie erzählen rückwärts. Was hat es mit Ihnen gemacht? Also erstmal hat es mich ziemlich überfordert beim Schreiben, zugegebenermaßen. So, was hat das mit mir gemacht? Irgendwann bekam ich so ein anderes Gefühl von Vergänglichkeit, also von wie Sachen, also wie durch eine, ja, ist ein blödes Bild, wie durch eine Sanduhr durchrinnen und dann verschwinden. Und das ist irgendwie auch das, was dieses Buch macht, aber witzigerweise dadurch, dass es das aufbaut. Also sozusagen dadurch, dass die Zeit verschwindet, werden immer neue Figuren, immer neue Geschehnisse sozusagen aufgebaut, sozusagen. Also dieses Zerrieseln, dieses Verschwinden ist gleichzeitig ein Auffüllen. Aber es ist ja auch, dass Sie eigentlich die Kausalität aufheben. Ursache und Wirkung funktioniert nicht mehr so, wie man sich das gemeinhin vorstellt, weil die Wirkung kommt vor der Ursache. Genau. Also ich habe so ein gewisses Misstrauen gegenüber Kausalitäten, weil man in der Erinnerung, sei es also auf Mikroebene, was biografische Erinnerungen angeht, oder auf Makroebene, was das Geschichtsbild einer Gesellschaft angeht, viele Sachen im Nachhinein geglättet und passend gemacht werden. Das heißt, dass eine Entwicklung zur anderen passt und in die andere übergeht. Das halte ich halt für eine scheinbare Kontingenz oder eine scheinbare Kausalität. Und es war halt sozusagen der Versuch, durchs Rückwärtsgehen diese unterschiedlichen, eigentlich nicht zueinander passenden Schichten wieder freizulegen. Was bedeutet es für eine Autorin, so einen Preis zu bekommen? Wird das irgendwas verändern oder stehen Sie trotzdem jeden Morgen auf, setzen sich an den Schreibtisch und kämpfen mit dem nächsten Satz? Ich werde jeden Morgen aufstehen, mich an meinen Schreibtisch setzen und dann werde ich mir extrem viel mehr Zeit lassen. Also es ist ja ein Buch über Zeit und das Schöne ist sozusagen, das, was mir dieser Preis schenkt, ist tatsächlich Zeit. Also Zeit beim Schreiben des Nächsten.